Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute geht's im Prinzip schon mit Tekken 7 los. Allerdings ist das Video 0 oder Part 0, könnte man sagen. Also, es ist im Prinzip geplant, ja, so ähnlich wie bei Tekken 3, dass wir mit jedem Fighter oder jeder Fighterin durchspielen. Und ich habe mit Wanan angefangen, einfach um reinzukommen. Sag ich mal, mit einem Fighter, wo ich mir sicher sein kann, ey. Ja, hier, Lydia, habe ich mich gewundert, warum die noch nicht freigeschaltet ist. Muss ich mich mal drum kümmern. Aber nochmal, Wanan haben wir genommen, weil ich gedacht habe, dass ich mit dem ein bisschen was kann. Und das stimmt theoretisch auch. Auf meine, für mein Level, ne? Wir wissen ja alle, wie gut oder schlecht ich tacken kann. Ich habe mich gefreut wegen den Outfits, ne, und habe mir dann so gedacht, ey, wir nehmen, eigentlich wollte ich dieses Jogging-Outfit da, das ganz links, das weiße, nehmen. Und dann habe ich aber gedacht, ey, wir nehmen dieses Tekken 3-Outfit, einfach um in dieses Feeling zu kommen, ne. Und, wie gesagt, im nächsten Part gibt es dann auch Wanan. In diesem Part gab es auch schon Wanan, aber da musste ich leider rage-mäßig aufgeben. Und ursprünglich wollte ich den Part gar nicht online setzen, aber jetzt habe ich mir so gedacht, ey, wenn das Gameplay existiert, so, dann kannst du dazu ja noch mal ein bisschen was sagen, dass es eben jetzt nach Tekken 3 mit Tekken 7 weitergeht. Wir fangen mit Wanan an und würden danach komplett links oben oder so anfangen und dann Fighter für Fighter, Fighterin für Fighterin nach und nach da reingehen in die Nummer. Also, ich habe runtergestellt, wir spielen auf Easy, deshalb war es umso erstaunlicher, was hier nachher noch passiert. Und habe auch auf eine Runde sozusagen runtergestellt. Das lief hier in der ersten Runde ziemlich gut, muss ich sagen. Was mich ein bisschen stört, da gehe ich aber auch später in den anderen Parts noch drauf ein, ist das Feeling so. Bei Tekken 3 ist es so, wenn du da deinen Gegner triffst, so, dann merkst du, ob du Schaden machst oder nicht. Oder ob er halt blockt, ne? Und hier, finde ich, triffst du ihn oder sie. Und im Endeffekt fühlt es sich jedes Mal so an, als wenn du geblockt wirst. Egal, ob du Schaden machst. Es fühlt sich immer so an, als wenn du geblockt wirst. Achso, und die Ladezeiten, die gehen einem auch ganz schön auf den Sack. Besonders wenn du dann hier, also zwischen den Kämpfen geht's noch, aber wenn du dann aus dem Spiel genommen wirst, sozusagen einen Kampf verlierst und dann ein Rematch machen willst, braucht er auch ewig zum Laden. Ganz blöd. So, und ja, im Endeffekt, es wundert mich gerade, dass wir hier schon diese Map haben, aber naja, gut. Egal. Ich kenne mich ja mit diesen ganzen Dingen gar nicht so krass aus. Ich habe ja hauptsächlich immer Tekken 3 gespielt und hier und da mal in andere Tekken-Spiele reingeguckt. Und Tekken 7. Also hier ist schon zu merken, leichte Schwierigkeiten, ne? Also King hat mich hier, oder Tiger, was stand denn da eben? Der hat mich hier schon mal platt gemacht. Also da ist zu merken, dass ich dort noch gar nicht so richtig wusste, woran ich bin, ne? Daher sieht das ein klein bisschen anders aus in dem nächsten Part, wenn ich denn schon weiß, ah, okay, trotzdem kriege ich da auch noch auf die Mütze. Und das ist vielleicht auch nochmal ein großer Punkt, um darauf einzugehen. Das wird spannend. Ich habe nämlich Tekken 7 schon mal komplett durchgefightet, gefightet mit allen Fightern und allen Fighterinnen, die ich jedenfalls zu dem Zeitpunkt hatte. Offensichtlich ist ja hier noch einer oder eine geblockt. Mal gucken, ob wir da noch was dran ändern können. Ach, King heißt er, okay. Ja, ja, ja. Mir war eben so, als wenn da Tiger stand, aber das ist ja auch Quatsch, ne? King macht schon irgendwie mehr Sinn, so hieß er ja auch bei Tekken 3. So, und da war es schon wieder ein bisschen anders, ne? Da haben wir ihn dann platt gemacht, einfach weil ich schon mit dem Bewusstsein reingegangen bin, ah, okay, es könnte vielleicht doch ein bisschen härter werden hier, die Nummer, ne? Und die Frage ist halt, beim ersten Durchlauf von Tekken 7, was auf diesem Kanal schon vorhanden ist, ist halt die Frage, damals habe ich, glaube ich, alle geschafft. Ich glaube, da gab es auch den ein oder anderen Outro, sag ich mal, also das ein oder andere Ding so nebenbei, so diesen Outtake. Outtake ist es vielleicht, weil er denn abgebrochen hat oder sowas, sich beim Laden, glaube ich, aufgehangen hat oder so. Ich bin gespannt, auch wenn ich auf leicht runtergestellt habe und mich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen reinfighten werde,
ob wir das auch diese Runde wieder schaffen, mit jedem und jeder durchzukommen. Ne? Also hier sieht man es vielleicht so ein bisschen, wenn die sich gegenseitig treffen. Man macht irgendwie Schaden, irgendwie wirkt es aber auch oft so, als wenn man gar nicht so richtig... Also die Dinge machen natürlich Impact hier, die sitzen, da, das merkst du dann auch im Kampf. Aber die anderen Dinge, wo er denn so ein bisschen, ja, so ein bisschen rötlich abblockt, sag ich mal. Das hat ja dann so rote Schallwellen, die da weggehen. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten bezeichnet. Auf jeden Fall wirkt das dann immer so, als wenn das 1A weggeblockt wird. So, hier kam Heihachi und bei dem wusste ich vorher schon, der wird tricky. Ne, man sieht es hier auch direkt, wie viel er denn an Schaden gemacht hat. Und hier wollte ich auch nochmal genauer darauf achten, ob das wirklich ist. Umso weniger Energie er hat, umso weniger ziehe ich auch ab. So, das war klar, das war ein Block, das war auch zu merken. Also hier hat er mich deutlich platt gemacht. Also hier habe ich mich noch gefreut, dass ich ihn so in die Wand reingekloppt habe, aber... Hat so gut wie gar nichts abgezogen, okay? Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Er macht mich, glaube ich, zweimal platt, ne? Ich habe immer gedacht, also ich, mir war so, als wenn er mich nur einmal platt gemacht hat, aber offensichtlich hat er mich noch ein zweites Mal platt gemacht. Naja, gut. Aber es ist hier zu merken, dass er so eine Art Zwischengegner ist, so eine Art Vor-Endgegner. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Nachher auch, also in den späteren Parts wird man das auch merken. Der erste Part ist schon aufgenommen mit Warnan. Also der erste richtige Part, das ist ja hier, wie gesagt, noch so eine Art Vorbereitung. Hier haben wir ihn ganz gut runtergekloppt gleich. Ist zu merken, über die Hälfte sind wir jetzt bei ihm. Und dann, guck mal, wie wenig Energie er nur noch hat. Und jetzt kippt's. Dieser, wir haben noch fast die Hälfte an Energie. Und er kommt hier mit so einem Power-Move. Und hat mich einfach aus dem Leben gefistet. An den konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Da dachte ich so, ah, alles klar. Das ist ja richtig geil hier gerade. So. Und er ist ja noch nix im Gegensatz zu der Dame, die da noch kommt. Ne? Er ist ja der vorletzte Gegner sozusagen. Na, theoretisch schon fast der vorvorletzte Gegner. Und ja, er hält einen schon teilweise gut im Schach, aber bei ihm weißt du, wenn es bei ihm anstrengend wird, weißt du, du bist am Arsch. Du schaffst ihn irgendwie mit Mühe und Not und was danach kommt... Das wird dich wegfisten. Das wird dich einfach aus dem Leben rausfisten. Das ist einfach crazy. Naja. Jedenfalls gefällt mir das Outfit, muss ich sagen, von Wanan ziemlich gut. Das ist schön, dass wir so eine schöne große Auswahl haben. Das weckt nämlich auch automatisch so ein bisschen Tekken 3 Feelings, ne? Hier haben wir ihn deutlich leichter dann schlagen können. Also was heißt deutlich leichter? Aber hier hat man ihn dann doch irgendwie schlagen können. Und jetzt wird's richtig crazy. Weil, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir noch so, ach ja, ich erinnere mich. Zwei Formen. Ja, ja. Und die erste Form ist halt einfach der Witz. Ne? Also, du hast gerade einen Heihachi gehabt, der dich zweimal platt gemacht hat. Und jetzt kommst du oder triffst du auf Kazumi. Ja, bin ich noch mal so ein bisschen drauf eingegangen, so von wegen sieht nach Resident Evil 5 aus. Könnte 1:1 so in Resident Evil 5 stattfinden. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Tiger, obwohl, ne? Aber so von der Location her und wie sie sich nachher digitiert und so. Ja, jedenfalls erst der Kampf gegen sie. Und ich war selber ein bisschen überrascht, weil es dann im Endeffekt doch einigermaßen machbar war. Also man sieht es hier schon deutlich. Es ist nicht nur einigermaßen machbar. Wir haben sie schon fast zerstört. Und das, kann ich schon mal spoilern, wird im richtigen Originalpart mit Wanan, der als nächstes kommen wird, dann so nicht stattfinden. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt auf die Tekken 7 Fighter Season zurückblickt, die ich vor ein oder zwei Jahren aufgenommen habe, war das alles auch ein bisschen anders. Denn jetzt kommt das wahre Gesicht. Das ist wirklich crazy, Alter. Da habe ich noch so gesagt, ja, die sieht auch ein bisschen aus wie ein Digimon. Aber das, was jetzt kommt, Alter, das war echt crazy. Guter Einstieg hier mit dem Griff. Aber das war unfair gefühlt. So, wir sind immer noch gut dran. Ne? Sie will schon wieder hochsteigen und wieder ihren komischen Laser-Move machen. Wir sind eigentlich ganz gut. Dann kommt sie angeflogen. Das zieht halt auch mega viel ab. Dann kommt der Tiger angeflogen.
So, wir sind immer noch ganz gut. Und dann kommt sie wieder angeflogen und dann kommt sie mit ihrem Solarstrahl. Und da habe ich die Krise gekriegt, weil wir waren klar besser. Und sie hat einfach immer nur den gleichen Move gemacht. Und sie macht wieder den gleichen Move. Also es sind immer die drei gleichen Dinger, ne? Entweder der Tiger kommt angehüpft oder sie fliegt, hier gut zu sehen, oder ihr Solarstrahl kommt. Und hier in dem Match habe ich ja gar keine Schnitte gehabt, ne? Tiger ist immer das Gleiche. Zwischendurch bringt sie auch mal den ein oder anderen Handkantenschlag rein. Aber wären es nur Handkantenschläge, hätte sie keine Chance. Aber durch diese Dreier-Moves so, der Tiger kommt angejumpt. Vor allem, weil der Tiger ja auch ein paar Meter machen kann, ne? Beziehungsweise ihr Solarstrahl und ihre Flugattacke. Das ist, die kann ja einfach durchs Bild fliegen, wie sie will. Oder durchs Bild schießen. So, da, was willst du denn da machen? Ne? Sie hat sozusagen den Nahkampf und den Fernkampf. Und du hast nur den Nahkampf. So, Warner kann wahrscheinlich auch irgendwelche geilen Specials, wo ich noch nicht so richtig reingestiegen bin, noch nicht so richtig hintergekommen bin. Aber einen Solarstrahl, glaube ich, kann er nicht. Aber auch hier muss man wieder sagen, Location und so macht schon Bock mit dem Vulkan da im Hintergrund und so. Das ist schon alles ganz nett gemacht. Und ich habe auch mega Bock auf Tekken 8, muss ich sagen. Aber ich habe immer wieder so meine kleinen Problemchen mit Tekken. Auch wenn ich sagen muss, Tekken ist, da ich damit aufgewachsen bin, mein Lieblingskampfspiel. Ne? Und da können auch Street Fighter und so mag da zwar irgendwie mithalten können, aber nicht auf meiner Ebene. Also ich bin klar Tekken. Und es gibt ja auch andere Sachen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, war es Virtual Fighter oder so? Irgend so ein Fighter-Game habe ich mir auch, war es Anfang des Jahres oder war es schon letztes Jahr, habe ich mir da auch reingezogen und das war richtig schlecht. Das war richtig Banane. Also das ist, auch hier hat sie mich wieder easy peasy weggedroschen und ich glaube, ein Kampf ist es noch. Den werden wir uns jetzt auch noch reinziehen, wie ich da auch noch in die Asche gegangen bin. Aber nach und nach, vielleicht kann man es ja nachempfinden, dadurch, dass sie immer wieder mit ihrem Solarstrahl ankam, immer wieder der Tiger angesprungen kam, immer wieder durchs Bild geflogen ist. Da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Da musste ich kurz einmal rausgehen aus der Nummer und dann habe ich mir so gedacht, so, den Part lädst du jetzt nicht hoch, du startest jetzt nochmal neu und dann weißt du schon ungefähr, woran du bist. Und gehst da einfach durch und smash die alle weg. Hat auch nicht so ganz geklappt, aber hier merkt man auch schon deutlich, dass ich ein bisschen aggressiver an die Sache rangehe und schon ein bisschen bockiger bin. Guck mal, wie ich sie in die Wand mauer hier. Da bin ich schon ein bisschen anders unterwegs gewesen. Und es ist halt wichtig, dass du den ersten Kampf direkt gewinnst. Weil in der zweiten Form brauchst du einfach beide Leben. Ne? Und das ist hier auch eine Ausnahme. Normalerweise habe ich ja gesagt, wir haben eingestellt, nur ein Leben. Pro Kampf nur ein Leben. Damit wir schneller durchkommen, logischerweise. Ne? Weil es zieht sich ja trotzdem. Also man sieht es ja hier, ist fast eine Viertelstunde, die wir jetzt hier fighten. Aber da sie zwei Formen hat, hat sie logischerweise zwei Leben. Und das kannst du nicht umstellen. Also glaube ich jedenfalls, dass man das nicht umstellen kann. So, hier fliegt sie wieder wunderschön durchs Bild durch, nachdem auch ihre Tiger wieder mit am Start war. Manchmal macht sie auch diese Flugmoves. So, da machst du einen Tritt und sie fliegt einfach kurz zurück, um dann wieder an die gleiche Stelle zu fliegen, wo sie vorher stand. Und manchmal macht sie halt den hier, das ist den gleichen Flug-Move mit Attacke. Und ja, diese anderen Dinger, so wenn sie da mit irgendwelchen komischen Moves um die Ecke kommt, schlägt und tritt und so, dann weißt du einfach, ja, wird sie nur das machen, hätte sie keine Chance. Aber hier wieder geflogen, sehr schön, hier Flug mit Attacke. Dann kommt der Tiger, überrennt dich und dann noch der Solarstrahl. Das war quasi eine Dreier-Kombo. Also eigentlich bräuchte sie bloß einmal diese Dreier-Kombo machen und du bist am Arsch. Na gut, an dieser Stelle werde ich jetzt hier beenden. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.